Wir haben europäische Verträge geschlossen, ein intensiver als den anderen. Sie haben Maastricht erwähnt. Und es ist schon mal eine tolle Sache, ein Wert an sich, wenn dieses Friedensversprechen jetzt seit bald 75 Jahren gehalten hat. Ich weiß von meiner Mutter, die aus Ostpreußen stammt und leider kürzlich verstorben ist, aber ich weiß es wirklich noch aus erster Hand, was es bedeutet, wenn man flüchten muss, wenn man Krieg erleiden muss, wenn man Diktaturen erlebt. Also ich bin eigentlich so fast die erste Generation, die von alledem nichts, aber auch gar nichts mitbekommen hat. Und das macht mich ein Stück weit ja dankbar. Und jetzt stellen Sie sich mal vor, wieder bei einem Europa, das schützt. Wir hätten diese Europäische Union nicht. Warum sind die Flüchtlingszahlen eigentlich um 95% seit 2015 zurückgegangen? Hat da jemand mal wirklich drüber nachgedacht? Die sind deshalb zurückgegangen, weil die Europäische Union einen Vertrag mit der Türkei geschlossen hat. Ich selber war im türkisch-syrischen Grenzgebiet, habe mir dort die humanitären Lager angesehen, aber auch die Abschiebezentren angesehen. Was die Türkei da für die Europäische Union macht, ist hier kaum bekannt, ist aber Bestandteil der europäischen Politik. Also ja, gehen wir weiter zu dem, was Linksextreme, Rechtsextreme, Linksextreme wollen ja auch aus der NATO aussteigen. Also manchmal in vielerlei Hinsicht sind sie sich ja ziemlich ähnlich. Was die mit Deutschland vorhaben: Wir leben hier in einer Grenzregion. Sie können sich die Grenze kaum noch vorstellen, dass es die mal gegeben hat. Also ich wurde damals mit meinem kleinen grünen Käfer immer kontrolliert, wenn ich in Niederlande gefahren bin. Komischerweise nur auf der Rückreise, aber ich wurde immer kontrolliert und man hat auch fast nie was gefunden. Das fast kommentiere ich jetzt nicht. Also das war früher noch eine ganz andere Zeit und heute sind hier Wirtschaftskontakte. Ich komme gerade aus Münster, da hatten wir den niederländischen Botschafter beim Neujahrsempfang und der hat mal so ein bisschen erzählt, wie eng eigentlich diese Verbindung zwischen Deutschland und Niederlande gerade auch im wirtschaftlichen Bereich mittlerweile sind. Und wenn jetzt jemand auf die Idee kommt, dass das alles ganz schlimm ist in Europa und auf der Welt und wir im Grunde nur noch national reagieren können, um unsere Menschen zu schützen, dann liegt er einfach falsch. Denn das würde ja bedeuten, Grenzkontrollen, also die Briten haben es jetzt mal ausgerechnet, Dover, Calais, Sie kennen diese Häfen, wenn jeder LKW nur eine Minute kontrolliert würde, würde das auf jeder Seite des Festlandes, also in Großbritannien, und des Binnenmarktes nicht mehr möglich. Wir haben schon jetzt gut 20% im Europäischen Parlament Antieuropäer, ist da nicht mehr möglich. Also da sind Szenarien, die mich da sehr bedenklich stimmen. Auf der anderen Seite, ich lese jeden Tag in der Zeitung etwas, in meinem Nachbardorf in Mettingen ist jetzt eine europäische Bürgerinitiative entstanden. Ich dachte, ich lese nicht richtig. Europäische Bürgerinitiative, wollt ihr für Europa Werbung machen? Toll. Der DIHK, Deutsche Industrie- und Handelskammertag, die Handwerkskammern, der VCI, Verband der chemischen Industrie, Sozialverbände, Diakonie. Ich bin ja parlamentarischer Geschäftsführer der CDU in Brüssel und organisiere den Wahlkampf. Wir haben so viele Angebote durch alle Gewerkschaftsbereiche, Schulen, die mich anschreiben. Was können wir tun, um diese europäische Idee zu promovieren, damit wir bei den Europawahlen nicht wieder diese geringe Wahlbeteiligung haben? Ich habe das noch nicht erlebt und ich denke mal, diesen Moment müssen wir jetzt auch nutzen, um tatsächlich dann auch als CDU klarzumachen, dass wir die bürgerliche Partei der Mitte sind. Ich will vielleicht auch noch mal ein Wort sagen. Mir reicht es dann aber auch nicht, für Europa zu sein, sondern ich will schon den Grünen sagen, für welches Europa seid ihr eigentlich? Die Grünen wollen den Türkei-Vertrag nicht. Die Grünen wollen keine Kooperation mit der libyschen Küstenwache. Die Grünen haben etwas dagegen, dass wir Fingerabdrücke von Flüchtlingen nehmen. Sie glauben gar nicht, welche Kämpfe man da im Europäischen Parlament teilweise führen muss. Die FDP will nicht mehr Geld für Europa. Die wollen keine Verteidigungsunion. Das heißt, sie sagen auf dem Papier, sie wollen es, aber sie wollen nicht mehr Geld dafür ausgeben. Die FDP sagt weniger Geld für Europa. Ja, wie soll denn das gehen? Außengrenzen, 10.000 Beamte. Wie soll denn das gehen, dass wir die Gelder für Erasmus verdreifachen wollen, wenn wir eine europäische Verteidigungsunion haben wollen und gleichzeitig sagen, weniger Geld für Europa? Wie wollen die das handeln?
Also ich glaube, da sind wir als CDU auch selbstbewusst genug, dass wir für diese Mehrwertthemen, ein Europa, das schützt, für diese Mehrwertthemen, nicht für den ganzen Pillepalle, über den ich mich auch aufrege, Gurkenkrümmung, Glühlampenverbot und Co., diese Dinge, die müssen weg. Und ich kapiere auch nicht, warum eine Europäische Union für die Ohrmarke beim Rind hier die Kontrollpflicht hat. Also solche Dinge wollen wir nicht im Kopf, aber auch in der Landwirtschaftspolitik haben wir eine neue Vision, wie wir ohne europäische Kontrolle mit mehr nationalen Verantwortlichkeiten rumkommen. Also ich mache mir auch Gedanken, welches Europa wollen wir? Und dann die SPD mit ihrem europäischen Wohlfahrtsstaat, die sagen, wir wollen eine europäische Arbeitslosenversicherung. Ja, da versemmeln die Rumänen über irgendwelche Mindestlöhne und sonst was ihre Arbeitsmarktpolitik zu Hause. Und wir sollen die Arbeitnehmer hier dafür verantwortlich machen, in einer europäischen Kasse bezahlen zu müssen. Das geht nicht. Also solche Dinge, die in diesen sozialen Bereichen, wo die Nationalpolitiker viel näher an den Problemen der Menschen dran sind, da wollen wir eher, dass Europa die Finger von lässt. Wir wollen ein Europa, das schützt bei den ganz großen Themen. Wir sehen natürlich auch unsere Verantwortung für die schwächsten Regionen.